Herzlich willkommen, liebe TMX-Community. Heute mal mit einem außergewöhnlichen Thema: Schlaf in fremden Betten. Ja, wir sind hier aber keineswegs eine Dating-Plattform. Es geht auch nicht darum, der Schlaf in fremden Betten bei anderen Freundinnen oder Freunden, sondern es geht vielmehr darum, was kann ich tun, wenn ich mal nicht in meinem eigenen Schlafumfeld schlafe, beispielsweise im Urlaub, im Hotel oder wenn ich mal bei Freunden übernachte. Was kann denn da das Problem sein? Warum reden wir heute darüber? Vielleicht kennt ihr das, diesen sogenannten First Night Effect. Ich komme in ein Hotel beispielsweise, also ich habe heute Nacht auch in einem Hotel geschlafen. Da geht man rein, ist mehr oder weniger in einem unbekannten Umfeld und das hat schon ein paar evolutionsbiologische Hintergründe. Denn es könnte ja immer sein, wenn ich in meiner nicht bekannten Höhle nächtige, dass auf einmal ein Säbelzahntiger da vor der Türe steht und wenn ich da nicht mit einer Gehirnhälfte etwas wach dabei wäre, dann frisst er mich auf, ohne dass ich eine Chance habe zu überleben. Und ihr wisst ja, das Wichtigste für unser biologisches System ist ja das Überleben. Und deshalb gibt es diesen sogenannten First-Night-Effekt, der ist auch wissenschaftlich sehr, sehr gut dokumentiert. Der Schlaf wird bei so einem First-Night-Effekt immer sehr fragmentiert, sehr unruhig. Manche klagen über Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Themen. Grundsätzlich wird das Ganze auch noch verstärkt und getriggert, häufig durch diese fremden Schlafumfelder, die dann oftmals ja auch nicht den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Denkt mal an Hotelzimmer, die sind oft schlecht gelüftet, sehr, sehr warm. Vielleicht ist auch die Bettausstattung noch dementsprechend Typ Teichfolie. Also ich schwitze da drinnen. Ich habe vielleicht laute Nachbarn, die Geräuschkulisse draußen ist vielleicht lauter. Es sind oftmals sehr viele Lichter in dem Raum. Oder denkt mal an den Türschlitz von der Hoteltüre, da leuchtet oftmals auch das Licht vom Flur rein. Also alle Dinge, die diesen First-Night-Effekt mehr oder weniger stark triggern, ihn verstärken. Und so ist es nicht unüblich, dass Menschen gerade die erste Nacht in einem fremden Schlafumfeld sehr, sehr schlecht schlafen. Könnte man jetzt sagen, gut, interessiert mich nicht, wenn ich im Urlaub bin, da gewöhne ich mich schon dran. Das stimmt, aber denkt zum Beispiel mal an einen Sportler, der auf einen Wettkampf reisen muss oder denkt mal an die Olympischen Spiele oder all die Dinge. Und wenn wir hier eine zu kurze Adaptionszeit an dieses Schlafumfeld einplanen, dann haben wir ein großes, großes Problem. Denn wenn die Nacht schlecht verläuft und die wird schlecht verlaufen, wenn ich nicht ausreichend Adaptionszeit habe, dann habe ich natürlich im Nachgang eine Menge an negativen Themen, die da passieren können, wenn ich schlecht schlafe. Zum Beispiel steigt das Verletzungsrisiko, es steigt oder es fällt generell die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit fällt. Also all diese Dinge, die eigentlich für ein gutes sportliches Ergebnis oder für eine Leistungsfähigkeit, wenn ihr einen wichtigen Termin habt, dass ihr kognitiv auf der Höhe seid, dass ihr abspeichern könnt, dass ihr abrufen könnt. All diese Dinge korrelieren natürlich wahnsinnig stark mit der Schlafqualität. Und immer dann, wenn ich das natürlich beeinflusse und negativ beeinflusse, dann habe ich am Folgetag ein paar Probleme. Aber nun kommen wir zu den Lösungsansätzen. Was können wir tun, dass wir vielleicht diesen First-Night-Effekt oder das eigentliche fremde Schlafumfeld etwas entschärfen? Denn ganz raus werden wir es nicht bekommen, zumindest nicht in der ersten Nacht. Für mich ein wahrlicher Gamechanger und überall, wo ich bin, nehme ich in der Regel mein eigenes Kopfkissen mit. Da habt ihr ja bei TMX ein wunderbares Kopfkissen, welches ihr relativ klein und kompakt auch überall auf die Reise mitnehmen könnt. Wenn ihr euch daran gewöhnt habt, in eurem eigenen Schlafumfeld, nehmt das mit. Da geht es nicht nur rein um den Komfort, es geht einfach auch darum, dass hier Gerüche auch eine ganz, ganz wichtige Rolle für unser inneres System spielen. Gewöhnte Gerüche beruhigen einen immer. Ich empfehle zudem auch die Zudecke mitzunehmen. Also ich persönlich, wenn ich von mir selber erzählen darf oder von denen von mir betreuten Sportlern, die reisen immer auch mit eigenen Zudecken. Das hat eigentlich zwei Gründe. Zunächst einmal ist oftmals die Decke sind die Decken in Hotels zu kurz. Das sind meistens nur 2 Meter lange Decken und gerade wenn man auch Komfortgrößen, also die 220er oder gar 240er Längen gewöhnt ist, wird man immer die Füße unten raus zeigen und das ist gerade bei größeren Sportlern ein riesiges Problem. Das zweite große Thema ist natürlich, dass die Qualität der verwendeten Zudecken in Hotels oftmals miserabel sind, weil es einfach gewisse
Produkte sind, die oftmals aus Polyester gebaut sind, einfach, dass man sie viel und gut waschen kann. Aber eine Polyesterzudecke wirkt am Ende des Tages natürlich auch immer wie eine Teichfolie. Das heißt, ich decke mich zu, die Dämpfe bzw. auch die Feuchtigkeit, die im Schlaf auch entsteht, über die Haut, über die Atmung, die kann überhaupt gar nicht gut abgehen und ich gare mehr oder weniger, übertrieben gesagt, im eigenen Saft. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch immer noch mehrere Dinge mitnehmen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich schlafe zu Hause immer in einer bestimmten Schlafkleidung X und auf Reisen nehme ich die nicht mit, dann würde ich immer raten, dazu die Schlafkleidung, die ihr normalerweise nutzt, auch im Hotel zu nutzen. Wichtig ist natürlich in solchen Hotels, wenn wir jetzt von Hotels reden, aber auch von anderen Schlafräumen, die immer gut zu lüften. Hier empfehle ich gerade in Hotels, wo es ja oftmals schwer ist zu lüften, also wenn ich da ein Fenster aufmache, dann kriege ich überhaupt gar keinen Luftzug wirklich rein. Dann die Zimmertüre aufmachen und dementsprechend das Fenster, um einfach quer zu lüften, um einen dementsprechenden großen oder hohen Luftaustausch hinzubekommen. Das muss man auch immer wissen, wenn man dementsprechend bucht. Da kann man auch immer darauf achten, dass man ein Zimmer bucht, welches auch relativ ruhig ist, also vielleicht nicht zur Straßenseite hin, sondern vielleicht eher zur Innenhofseite hin. Ihr solltet darauf achten, dass ihr möglichst, wenn ihr das Licht ausschaltet, eine dunkle Schlafatmosphäre habt. Ich habe euch vorher erwähnt, der Türschlitz ist oftmals so ein Thema, was das Zimmer trotzdem erleuchtet. Es sind sehr, sehr viele Lichter in so einem Hotel. Auch da kann man überlegen, ob man sich die ein oder anderen Standby-Lichter abklebt. Das mache ich auch immer gerne. Alternativ kann man natürlich auch eine Schlafbrille nutzen, wenn ihr gern so etwas nutzt. Auch da gibt es tolle Produkte auf dem Markt, die sind gar nicht teuer. Dann kann man natürlich individuell sich die Situation dementsprechend abdunkeln. Das gleiche gilt auch für unsere Ohren. Also wenn die Geräusche relativ laut sind, was sie eigentlich in so einem Hotel immer sind, der Nachbar oder die Baustelle vor der Haustür, der Verkehr oder was es da nicht alles gibt, sind Ohrenstöpsel immer eine ganz, ganz gute Alternative. Aber ich persönlich wähle auch in der Regel immer ein ruhiges Zimmer. Das schreibe ich auch in jede Buchung immer rein, dass ich gerne ein ruhiges Zimmer möchte. Und es klappt eigentlich in 9 von 10 Fällen immer sehr, sehr gut, dass ich halt nicht dort bin, wo die meisten Gäste sich aufhalten. Kommen wir mal ein bisschen zu diesen klassischen Schlafhygienetipps. Auch da ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, seine stabile Zu-Bett-Geh-Routine auch in einem fremden Schlafumfeld einzuhalten. Das heißt, 90 Minuten plus minus, bevor ich dann tatsächlich schlafen möchte, immer die gleichen Dinge tun, die ich vielleicht auch zu Hause mache. Vielleicht ein Buch lesen, vielleicht eine Meditation starten, vielleicht die Gedanken des Tages Revue passieren lassen, vielleicht ein paar Dinge aufschreiben, einfach runterfahren, auf die Atmung achten und all diese Dinge im Endeffekt ähnlich zu gestalten, wie ich sie auch gestalten würde, wenn ich zu Hause wäre. Das erlebe ich immer sehr, sehr oft, dass klar natürlich auch in anderen Umfeldern oder gerade auch bei Sportlern dann sehr, sehr häufig sich in Hotelzimmern getroffen wird, weil es ja wie so eine Art Klassenfahrt ist. Und das führt immer dazu, dass ich natürlich mehr aktiviere, als ich dementsprechend passiviere, beziehungsweise meinen Parasympathikus auch aktivieren kann. Das Ganze kann ich natürlich auch durch Nahrungsergänzungsmittel unterstützen. Ich hatte ja bereits in den vorigen Wissenspaketen ein paar Themen erwähnt. TMX selber hat ja auch tolle Produkte im Angebot, welche ihr da nutzen könnt. Alternativ kann man auch immer auf natürliche Schlafenhancer verwenden. Also neben Tonin von TNX kann man dementsprechend auch vielleicht eine Ashwagandha, also die Schlafbeere, mit einnehmen. Man kann darauf achten, dass man vielleicht sein Magnesium-Level dementsprechend auch im Blick hat. Und man kann natürlich die Klassiker, wie jetzt zum Beispiel den Baldrian oder andere Dinge, auch unterstützend einsetzen. Das mal als ein paar Tipps rund um die Thematiken, was könnt ihr machen, um in fremden Schlafumfeldern runterzukommen. Denkt immer dran, vielleicht haben wir jetzt ein paar Tipps genannt, die ihr umsetzen könnt. Vielleicht manche sind für euch ein bisschen weniger umzusetzen, aber versucht es mal und ihr werdet sehen, dass jede Sekunde, die ihr gut schlaft, es auch wert ist zu investieren. In dem Sinn wünsche ich euch die besten Nächte, einen guten Schlaf und freue mich, bald euch wieder im nächsten Wissenspaket zu sehen.